Feldhockey. Kunstrasen, Schläger, ein kleiner Ball und 6 Spieler mit nur einem Ziel. Mehr Tore schießen als die Gegner. Das muss auch Johannes mit seiner Mannschaft gelingen. Nach 48 Stunden hartem Training wartet ein Feldhockeyspiel auf ihn, das er gewinnen will. Kann es Johannes? Hallo bei Kann es Johannes. Ich werde in den nächsten 2 Tagen Feldhockey lernen. Und ich habe mir überlegt, dieses Mal möchte ich mehr als 48 Stunden Zeit haben. Deswegen habe ich mir einen Hockeyschläger besorgt und werde jetzt schon, bevor die Uhr läuft, anfangen zu trainieren. Ich habe nämlich noch so eine Viertelstunde, bis mein Trainer kommt. Und so sieht er aus. Ich heiße Konstantin, alle meine Freunde nennen mich Oki. Ich bin 12 Jahre alt und spiele seit ich 4 bin Hockey. Das Tolle am Hockey ist, dass es ein Mannschaftssport ist und ich spiele gerne im Team. Außerdem kann man mit so einem Hockeyschläger coole Tricks machen. Ich trainiere 3-mal unter der Woche und am Wochenende habe ich meistens immer noch Turniere. Zurzeit spielen wir in der Regionalliga. Das ist in der Jugend die höchste Spielklasse zu spielen. Und da haben wir gerade gute Chancen, Meister zu werden. Eigentlich spielt meine ganze Familie Hockey. Mein Vater, mein Bruder Max, mein Bruder Leo und meine kleine Schwester Mathilda. Nur meine Mutter hat noch nie Hockey gespielt. Ich trainiere seit so fast 2 Jahren. Die Minis, die sind so zwischen 4 bis 6 Jahre alt. Und deshalb glaube ich auch, dass ich Johannes das Hockeyspielen sehr gut beibringen kann. Komm her, du. Klack. Ich glaube, ich brauche einen Trainer. Und da ist er. Hallo, Konstantin. Hallo, Johannes. Grüß dich. Sag mal, habe ich das richtig mitbekommen? Man nennt dich Oki? Ja. Warum das denn? Früher konnte mein Bruder Konstantin nicht aussprechen. Deswegen hat er mich Oki genannt. Und was gefällt dir besser? Oki. Okidoki. Ja. Trainer, was machen wir? Ja, was machst du, ist die Frage. Sieht nicht so gut aus, ne? Nee. Dachte ich auch gerade. Mhm. Was mache ich falsch? Eigentlich alles. Ja, man spielt auf gar keinen Fall auf einer Wiese. Man spielt auf dem Kunstrasen. Ach so. Sonst wird das nie was mit deiner Herausforderung. Und so sieht sie aus, die Herausforderung. In 48 Stunden wartet ein Feldhockeyspiel auf Johannes, in dem er mindestens ein Tor erzielen muss. Und seine Mannschaft muss das Spiel gewinnen. Das ist jetzt Kunstrasen? Ja, genau. Fühl mal. Ganz anders. Fühlen? Anfassen? Mhm. Total hart. Ja. Und dicht und nass? Die Nässe ist extra dafür, falls du hinfällst, ja. Schürft das nicht so schnell auf. Und auf dem kann man jetzt viel besser spielen? Ja, der ist auch, wie du siehst, ganz flach. Da kann der Ball nicht so leicht verspringen. Okay. Und für besonderen Rasen brauchen wir auch besondere Schuhe. Und zwar hier, wie du siehst, kleine Noppen. Ja, krass, was habe ich noch nicht gesehen? Das sind wie so Mini-Stollen. Ja. Mhm. Und jetzt ein normaler Sportschuh, der hat eine viel zu glatte Sohle? Ja, dann wirst du schneller ausrutschen. Verstehe. Okay, zieh ich an. Außerdem brauchst du noch das da. Was ist das? Schoner. Okay. Die Ausrüstung steht und der Trainingsplan auch. Das hat sich Oki für Johannes ausgedacht. Als erstes wird Johannes lernen, wie er mit dem Hockeyschläger den Ball führt, passt und stoppt. Danach wird Oki ihm den Vor- und Rückhandzieher beibringen, sowie das Lupfen und Schlänzen. Am zweiten Tag wird der Torschuss geübt. Und zum Schluss wird Oki ihm zeigen, wie er einen Gegner umspielt. Bevor wir mit dem Training anfangen können, müssen wir bei Kann es Johannes, ganz wichtig, noch die Fragen aller Fragen stellen. Nee, halt. Was denn? Ja, das Wichtigste fehlt doch. Und das wäre? Der Hockeyschläger. Wieso? Ich hab doch eigentlich einen. Ja, der ist auch im Jahr 1900 irgendwas. Ja, das stimmt. Der ist viel leichter. Okay, du hast mich überzeugt. Bitte schön, schenke ich dir. Aber jetzt können wir fragen, oder? Ja. Gut, dann pass auf. Kann es Johannes.
So, was ist das gut? Okay. Das ist, damit der ganze Körper überhaupt noch mal mehr Muskeln bekommt. Ja. Und wenn man beim Hockeyspielen dich einer wegdrängelt, willst du ja nicht direkt hinfliegen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird man im Spiel auch gerne mal berührt und dann sollte man nicht gleich umfallen. Wahrscheinlich sehr beliebt, diese Stapel. So, kommen wir zum Thema Schlägerhaltung. Mhm. Mein Schläger ist schon verbogen, guck mal. Ja, das ist doch extra so. Warum? Kann man besser schlänzen. Schlänzen? Geil, das will ich auch lernen. Das ist für Fortgeschrittene. Boah, ey, das ist das Fiese. Das ist so fies. Das würde ich so gerne lernen. Was müssen wir denn vorher alles machen, damit ich schlänzen darf? Linke Hand, oben ans Griffband. Hier schon, ja? Rechte Hand, unten ans Griffband. Das Wichtige ist, die rechte Hand locker lassen. Ja, so, genau so. Okay. Da ist ein Ball. Du darfst nur mit der flachen. Was passiert denn, wenn der Ball gegen die runde Seite kommt? Dann wird abgepfiffen und ist für die Gegner. Das ist doch unfair. So sind die Regeln. Du nimmst den Ball, tippst ihn an, ja. Dann drehst den Schläger und stupst ihn wieder dahin an. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann verzichten die Hockeyspieler freiwillig darauf, die eine Seite vom Schläger zu benutzen. Man darf immer nur die glatte Seite benutzen. Und bevor man die andere benutzt, dreht man über sich komplett rum und spielt dann Rückhand anstatt von der anderen. Egal, man muss nicht verstehen. Jetzt versuch mal, den Ball am Schläger zu lassen. Das heißt, nur so. Oh, die schmusen die ganze Zeit. Ja, genau. Okay, das mache ich. Versuch mal. Erstmal versuch. Ja. Ja. Oh, ist das schwer. Ja, dann bekommst du ein besseres Ballgefühl. Der Ball hat nicht immer an seinem Schläger geklebt, aber kann man jetzt nicht so groß dran ändern. Das ist einfach eine Übungssache. Ich glaube, das ist schon für den Anfang recht gut. Wenn du jetzt zu mir passen würdest, stellst du die Beine breit in die Hocke. Mhm. Aber wichtig ist auch noch, du schleifst mit dem Schläger am Boden. Versuch mal. Ja. Sehr gut. Und wieder. Und beim Stoppen ist wichtig, dass du nicht so stoppst, dass der Schläger offen ist, sondern der Schläger muss so zu sein, so ein Dach bauen, dass der nicht rüberspringt. Okay, spiel mal. Ja, versuch mal. Sehr gut. Ah, jetzt schon wieder. Spielen. Ich möchte behaupten, beim Feldhockey kommt es vor allem auf Details an. Denn wenn man den Schläger beim Stoppen nur so ein klitzekleines bisschen zu weit nach oben macht, dann fliegt der Ball drüber. Oh, ah? Vergessen. Ja, hast du ja gesehen, was sonst passiert. Oh. Ich hab's versucht. Wow. Versuch das mal. Leicht zurückziehen. Ja, und dann? Ich drehe. Du musst wirklich ganz flach mit dann. Okay. Das ist furchtbar schwierig. Das ist so erst zurück, dann hoch, dann fällt das immer runter. Das ist so wie Pfannkuchen wenden. Ne? Wenn man mit der Pfanne steht, man möchte den Pfannkuchen nach oben schleudern, der soll sich einmal drehen und wieder auffangen. So ist das. Klappt auch nie. Ja, da war der erste Ditcher. Runter, reindrücken und. Okay, die Übung kannst du ruhig ohne mich heute Abend nach dem Training weiter üben, weil dafür brauchst du mich nicht. Okay, wie kommt es eigentlich, dass bei dir in der Familie fast jeder Hockey spielt? Aber mein ältester Bruder, der hat einmal angefangen und hat uns alle infiziert. Wie ist das denn, wenn man so viele Geschwister hat wie du? Das hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Was ist ein Nachteil? Bei der Essensauswahl möchte jeder was anderes essen. Man kann ja nicht vier Gerichte auf einmal herzaubern, das geht ja nicht. Deswegen muss man sich immer einigen. Zum Beispiel mein Bruder, der mag sehr gerne Fischstäbchen, aber das ist jetzt nicht so mein Lieblingsgericht. Müssen wir uns immer einigen, ob es das jetzt auch wirklich gibt oder nicht. Was ist dein Lieblingsgericht? Pfannkuchen. Das Gute ist, aber das mag auch jeder. Dann könnt ihr ja eigentlich jeden Tag Pfannkuchen essen. Theoretisch schon. Ist es denn ein Vorteil, dass du so viele Geschwister hast, weil du dadurch vielleicht ein besserer Teamplayer beim Hockey bist? Ich glaube, das kann sogar sein, weil zum Beispiel beim Tisch abdecken, da muss man sich auch einigen, wer was jetzt macht. Das muss man auch auf dem Hockeyplatz, ob man abpassen möchte oder selber gehen möchte. Ich finde, das hat einen Zusammenhang. Und du willst nicht verraten, was wir machen? Ja, ich glaube, du verstehst die Begriffe nicht. Habt ihr ja. Das gehört? Ich verstehe die Begriffe nicht. Sag ihn mir. Okay, Schuppen, ein Rückhandzieher, ein Frontzieher. Oh, Flupfer kennst du vielleicht. Jetzt machen wir zuerst den Rückhandzieher. Mhm. Du läufst zum weißen Hütchen. Mhm. Und machst einen Zieher nach rechts. Warum? Warum? Ja. Weil du willst antäuschen, dass du nach links läufst, ja. Aber tatsächlich läufst du nach rechts.
Du trickst mich aus. Ja. Dann läufst du weiter. Jetzt machen wir den Vorhandzieher und ziehst den nach links. Okay. Ja? Dann läufst du weiter zu den und hebst den hoch. Okay. Schade. Warum muss dieser Ball auch nur so klein sein? Ja, der war super. Ich finde, das hat der echt gut gemacht. Da muss man Lob aussprechen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Passtechnik. Ja, und die heißt? Das Schlenzen. Schlenzen? Ja. Wir machen erstmal den Flachschlenzer. Mhm. Der geht wie folgt. Wir stellen uns breitbeinig wieder zum Ball hin. Okay. Dann gibt es eine neue Schrittart, die heißt Kreuzschritt. Das heißt, du stehst breitbeinig zum Ball, bewegst dein rechtes Bein hinter dein linkes und dann dein linkes wieder vors rechte. Und auch Kreuzschritt. Mhm. Da kommen wir mal hier hin. Wir müssen ja die Technik üben. Es war nur ein Stück. Danke, okay. Es hat so ein bisschen was von Tanzkurs. Mhm. Auf jeden Fall, wir stehen breitbeinig, machen diesen Kreuzschritt. Ja. Wir ziehen den Ball mit, versuchen den dann ein bisschen anzulupfen. Cool. Sehr gut. So. Was war das denn? Jetzt machen wir den Feldschlenzer. Der gewöhnliche Feldschlenzer unterscheidet sich vom gemeinen Flachschlenzer in der Höhe. Du hast es erraten. So? Yeah. Ich finde ja, das Schlenzen ist der schönste Schlag beim Hockey, weil da kann man den Ball endlich mal fliegen lassen. Schlenzen ist jetzt nicht so seine Stärke, aber zum Glück muss er ja nur ein Tor erzielen. Und für Toraufschießen braucht man keinen Schlenzer, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, dass ich heute schon eine Menge gelernt habe und deswegen bin ich auch ein bisschen zufrieden, auch wenn ich weiß, wie viel ich noch vor mir habe und ich echt Bammel vor der Herausforderung habe. Hey! Ja, der war auch gut. Johannes übt bis tief in die Nacht. Und irgendwann klappt es sogar, das Ditschen. Ja. Cool. Der nächste Trainingstag startet mit Dauerregen. Doch das darf keine Ausrede sein, denn Johannes bleiben nur noch 24 Stunden bis zur Herausforderung. Hey, guten Morgen, Oki. Hey, Johannes. Tolles Wetter hast du mitgebracht. Ja, dafür brauchen wir jetzt den Platz nicht zu sprengen. Ach, Regenwetter ist Hockeywetter? Im Prinzip schon. Cool. Mhm. Und, hast du schön fleißig das Ditschen geübt? Ey, ich war sehr fleißig, Oki. Dann lass mal stolz sehen. Auf mich. Bis gestern um 23:30. Naja, nicht so schlecht, oder? Noch eine? Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, das Schlagen bzw. der Torschuss. Oh, Torschießen gefällt mir. Ja. Wie geht das? Und zwar, du hältst die Hände aneinander, dann wieder breitbeinig zum Ball stellen, in die Knie und versuchen, den Ball zu schlagen. Ich kann es dir mal zeigen. Jawohl. Höher, ne? Das Schwierigste am Schlagen, finde ich, ist das Balltreffen. Ja? Ja, stopp. Du warst von ganz oben mit dem Schläger. Das ist gefährlich. Falls hinter dir einer steht und du siehst ihn nicht, genau, kannst du ihn mit dem Schläger treffen. So, sehr gut. Jetzt kommen wir mal zu Torschüssen. Doch dafür brauchen wir noch jemanden. Hallo, ich bin der Henrik. Hi, ich bin Johannes. Hallo. Grüß dich. Hi. Alter Schwede, bist du gepolstert? Ja, ich möchte mich auch nicht verletzen. Das heißt, ich darf so fest draufballern, wie ich möchte? Theoretisch schon. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich heute versucht habe, aufs Tor zu schießen.
auch wenn das Tor selbst davon wenig gemerkt hat. Versuch wirklich, die ganze Zeit zu führen. Und dann der Abschuss. Boah, alter Schwede. Ja. Der war hervorragend, der Schlag. Zwischendurch, wenn dann mal was klappt, das ist auch eine schöne Motivation. Ja, das Wasser ist heiß, aber auf den Tee habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Oder das was hast du damit gar vor? Nicht für einen Tee, das Sondern? Ist für den hier, einen Mundschutz. Weil wir jetzt gleich gegen Gegner spielen, ja. Könnte es sein, dass du einen Hockeyball gegen deine Zähne bekommst. Und der Hockeyball ist sehr hart und dafür ist der hier da. Cool. Und den müssen wir dir jetzt anpassen, damit du ihn wieder raus tun kannst. Ich zähle mit. Eins, zwei, drei. Raus, komm raus. Okay, und jetzt in den Mund. Ja. Ist das nicht zu heiß? Nee, das soll heiß sein. Ah. Ja. Und jetzt schön hochdrücken. Und rausweifen? Mhm. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Super, geschafft. Und raus. Raus damit. Wirklich raus. Jetzt. Sehr gut. So, und jetzt kann der Gegner kommen. Mhm. So, das ist dein neuer Gegenspieler, Ben. Hallo, Ben. Hi, ich bin der Ben. Ich bin Johannes, ich hab einen neuen Mundschutz. Cool, ich hab auch einen dabei. Geil, okay, was machen wir jetzt? Ich mach einmal mit Ben vor, und zwar, Ben passt mir. Er läuft dahin und ich muss jetzt versuchen, ihn auszuspielen. Okay? Ja. Und dann, wenn du ihn ausgespielt hast, läufst du im Kreis und schießt drauf, okay? Okay. Ja. Sehr gut gestoppt halt. Der Schlag war jetzt nicht so prickelnd. Aber egal. Der große Unterschied zwischen so Hütchen, gegen die man spielt, und einem echten Spieler ist, die Hütchen haben keinen Schläger und bewegen sich nicht und wollen einem auch nicht den Ball abnehmen. Ja, stopp. Das ist ein Fehler, der ganz oft passiert. Ben hatte ja jetzt seinen Schläger so. Mhm. Das heißt, wenn du einen Vorhandzieher machen würdest, würdest du ja ins Brett laufen. Mhm. Das heißt, du machst einen Rückhandzieher. Täuscht hier an und läufst da lang. Okay? Mhm. Ja. Sehr gut. Nicht so hektische Bewegungen machen. Kann es sein, dass man beim Hockey irgendwie 1000 Dinge zugleich bedenken muss? Ja. Okay. Aber sieht ja eigentlich ganz gut aus. Danke. Bei dir. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung. Okay. Ein 2 gegen 1. 2 gegen 1? Ich schaff's doch kaum gegen Ben. Ja, ja, wir sind 2 und der Gegner ist 1. Ah, das klingt gut. Okay. Ja. Wenn Ben dein Brett so hält, kannst du ja nicht querspielen, sondern machst einen kleinen Zieher und läufst vorbei. Wenn Ben so steht, spielst du ab. Okay. Oh. Nochmal. Ich lauf los, ja? Ich glaube, es muss manchmal echt viel zusammenpassen, damit der Spielzug genauso funktioniert, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der Ben hat uns den einen oder anderen Ball durchgelassen. Ja! Kaum! Geil! Hast du vielleicht noch einen Geheimtrick, der wichtig ist vor einem Spiel? Ja, wenn du allein vorm Torwart stehst, keine Angst haben. Selbstvertrauen, ganz wichtig. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, schaffst du nicht. Keine Angst vorm Torwart. Der Torwart hat ja auch Angst vor mir. Wenn du einen strengen Blick hast? Ja. Guck du mal sauer. Das ist sauer. Der ist geil. Wenn ich da morgen ein paar Fehler mache auf dem Feld, ja, dann hab ja nicht nur ich verloren, sondern mein ganzes Team verliert wegen mir. Ja, mein Gott, jeder macht mal Fehler, oder? Also einfach abhaken und weitermachen. Mhm. Du willst das Spiel ja trotzdem auch gewinnen. Will oder? Ich? Ja. Nie aufgeben, immer weitermachen. Und meinst du, die anderen werden dann nicht, wenn ich jetzt den Ball nicht richtig annehme, sagen, oh Mann, der. Du hast es ja gerade erst gelernt. Mhm. Wenn man dann Fehler macht,
Mein Gott, ist halt so, ne? Aber andererseits ist es so, wenn einer ein Tor schießt, ja, du bist zwar nicht beteiligt, trotzdem jubelst du ja, als ob es dein Tor wäre. Weil es ein Mannschaftssport ist eben. Also wenn ich einen Fehler mache, muss ich mir keine Gedanken machen, dass die anderen sauer sind. Aber wenn die anderen ein Tor schießen, kann ich mich genauso mitfreuen, als ob ich selbst geschossen hätte? Ja. Das ist eine gute Sichtweise. Mhm. Ich guck nach den Nudeln. Ich habe nämlich Hunger. Der Tag der Herausforderung. Der Platz wird vorbereitet für das große Spiel. Während sich Johannes warm macht, treffen seine Gegner ein. Und auch seine Teamkollegen. Hey Johannes! Hi, okay. Hi Johannes. Hi Henrik. Hi. Hi Ben. Hier sind noch zwei weitere Mitspieler. Mathis. Hi Mathis. Hallo Johannes. Und Felix. Hi Felix. Hi Johannes. Und? Alles klar? Ja, aber es wäre klarer, wenn ich noch mehr wüsste zu unseren Gegnern. Müssen wir auf einen besonders gut aufpassen? Ja, auf den, der hier, der gerade mit dem Ball spielt, also hochgeditscht hat. Hast du gesehen? Wer ist das? Leo. Leo? Hm? Angreifer? Ja. Okay, und die machen sich schon warm und wir nicht? Ja, das machen wir jetzt, okay? Okay. Also, ich glaube, wer hier alles gut beherrscht, ist schon die Möglichkeit da, ein Tor zu schießen. Er hat die Chance, also so ist es nicht. Ich will vor allem Oki zeigen, dass ein bisschen was von dem, was er mir beigebracht hat, auch tatsächlich auf dem Feld landet. Nur noch wenige Sekunden bis zum Anpfiff. Die Teams sind bereit. Wird Johannes es schaffen, innerhalb von 2 mal 10 Minuten ein Tor zu erzielen und mit seiner Mannschaft das Spiel zu gewinnen? Und wer hat's geschossen? Und wer hat's geschossen? Und wer hat's geschossen? Was für ein Pass! Ja! Ja! Er hat den echt super angenommen und dann ins Tor geschossen. Das hat er gut gemacht. Also ich war sehr erstaunt. Und es hat geklappt, sehr schön! Jawohl! 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Okay Jungs, noch die zweite Halbzeit, dann haben wir's. Wir sind auf einem guten Weg. Nach der Halbzeit waren die Gegner doch noch sehr offensiv. Aber da haben wir noch das 5-0 geschossen. Und dann war es eigentlich klar, dass wir gewonnen haben. Hey, das war so ganz große Klasse. Also er hat das super gemacht. Er hat diese zwei Tore super geschossen. Im Training hat er sich auch immer angestrengt. Er hat das einfach nur toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit Oki so einen tollen Trainer hatte, der es echt hinbekommen hat, in so kurzer Zeit mir so viele Sachen einzuimpfen. Ich glaube auch, und das ärgert mich ein bisschen, hätte ich mit Feldhockey früher angefangen, da wäre ein passabler Spieler aus mir geworden. Zwei Tore. Guck mal her, du Meistertrainer. Dankeschön. Und du hast noch ein Danke verdient, weil du nicht nur ein toller Trainer bist, sondern weil du auch diese unglaublich tolle Vorlage für das zweite Tor von mir, das war der Hammer. Ja. Und du standst allein, du hättest noch selber reinschießen können. Ja, aber wenn du schon einmal die Chance hattest, solltest du auch nutzen. Teamplayer. Ja. Wenn sich jetzt da draußen jemand denkt, ich will auch anfangen mit Hockey spielen, wie alt muss man sein? 4. Ab 4 darf man anfangen. Okay, also wenn ihr 4 Jahre und älter seid, dann geht jetzt mal auf unsere Webseite auf www.kannesjohannes.de und guckt, wo der nächste Hockeyverein bei euch in der Nähe ist. Wir sehen uns dann auf dem Hockeyplatz oder das nächste Mal bei Kannes Johannes.